Mehr als 100.000 Euro für krebskranke Kinder. So viel hat Österreich im letzten halben Jahr für Opfer der Tschernobyl-Katastrophe gesammelt. Im Rahmen der Global 2000-Kampagne nach einer Idee der Werbeagentur TBWA, Ich schere mich um die Tschernobyl-Kinder, hieß es von April bis Oktober, Glatze oder Spende. 216 kahlrasierte Köpfe und unzählige Einzelspenden sprechen für sich. In Österreich ist die ukrainische Atomkatastrophe auch nach 30 Jahren immer noch Thema. 30 Jahre nach Beginn dieser Katastrophe ist sie noch lange nicht vorbei. Es leben immer noch 5 Millionen Menschen in den hochbelasteten Regionen. Österreich hat wirklich Pech gehabt aufgrund des Wetters, muss man leider wirklich sagen. Ist nach Weißrussland an zweiter Stelle flächenmäßig belastet worden. Experten gehen von Hunderttausenden Opfern des Reaktorunfalls aus. Viele Leukämie- und Lymphdrüsenkrebskranke Kinder verlieren auch 30 Jahre nach dem Supergau im Zuge aggressiver Chemotherapien ihre Haare. Ein Ende ist nicht in Sicht. Wir haben erfahren, dass viele Familien oder Familienmitglieder, deren Kinder die Chemotherapie machen müssen, sich auch die Haare scheren, damit das Kind eben diese Stigmatisierung los wird und nicht das Gefühl hat, was Besonderes zu sein. Wir haben gesagt, aus Solidarität scheren wir uns auch für die Tschernobyl-Kinder die Haare. Ich habe das Anfang des Jahres gemacht. Mittlerweile haben es 216 Menschen getan. Und wir haben mit dieser Aktion über 100.000 Euro eingespielt für die Tschernobyl-Kinder. Aufgrund des Bürgerkriegs müssen Familien teure lebensnotwendige Medikamente selbst bezahlen. Und das bei einem Durchschnittsverdienst von rund 80 Euro pro Monat. Die österreichischen Spenden helfen. Unter anderem werden mit ihnen lebensrettende Operationen finanziert und Medikamente, Gewand und unentbehrliche Trinkwasseranlagen zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt dieses Jahr allein 2 Hilfstransporte mit dem Gegenwert von 160.000 Euro in die Ukraine gebracht. Zusätzlich helfen wir dort vor Ort in der Kinderkrebsstation in Kharkov und auch in Waisenhäusern und anderen Einrichtungen. Zum Abschluss der Spendenaktion lässt jetzt auch Sängerin Bahati Venus ihre Haare. Ich bin selber 1986 geboren und dieser Super-GAU jährt sich ja jetzt zum 30. Mal. Ich habe auch eine persönliche Geschichte. Mein Vater ist vor 3 Jahren an Krebs gestorben und dadurch bin ich einfach sensibilisiert auf dieses Thema. Oh mein Gott. Der österreichische Beitrag ist wichtig. Seit Start des Global 2000 Tschernobyl-Projekts 1995 ist die Heilungschance der Kinder, die in der Ukraine an lymphatischer Leukämie leiden, in unseren Partnerkrankenhäusern von nur 5 auf über 75% gestiegen. 30 Jahre ist der Supergau her und dennoch, die Kinder und Kindeskinder der Atomkatastrophe werden auch in Zukunft Unterstützung benötigen. In den nächsten 30 Jahren und darüber hinaus.